Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man sich Fraps Vollversion kostenlos downloaden kann. Also, dafür braucht ihr WinRAR. Link in der Beschreibung. Dann geht ihr auf die Homepage. Hier, da kann man auf Chip downloaden. Dann muss man halt zum Download hier drücken. Dann Download starten. Ich habe es nämlich schon drauf, vielleicht passiert da jetzt irgendetwas anderes. Und das ist gedownloadet. Dann öffnet ihr den Installer. So. Bei mir wird da irgendwie nicht geöffnet. Dann müsst ihr halt auf Bibliotheken gehen. Downloads. Ah, da wird er doch noch geöffnet. Dann drückt ihr auf Installieren, auf OK und dann auf Fertig. Dann habt ihr hier WinRAR. Dann öffnet ihr hier dieses WinRAR, das unterste. Und da steht hier irgendwo bei euch Fraps. Ein Moment. Zum Beispiel hier. Da habt ihr Fraps drauf und wenn ihr das anklickt, dann installiert, könnt ihr euch das so installieren, die Vollversion. Als auf Next, dann kann man hier aussuchen, welches man halt die Vollversion, ach egal, dann auf Install. Okay, es ist komplett. Und dann habt ihr hier irgendwo dann Fraps stehen. Falls das nicht so ist, dann müsst ihr nochmal in den Bibliotheken nachschauen. Und so hat man die Fraps-Vollversion. Hier. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.